Hallo und wir sind da wieder da, Jenny Wolf und Dr. Jit Liuzzi. Heute, Jenny Wolf bringt uns ein tolles Thema, was viele interessiert. Und wir lernen voneinander und freue mich, was wir heute von Jenny und ihrer Erfahrungsschatz lernen werden. Ja, ich freue mich auch natürlich wieder bei euch zu sein und freue mich auch auf das Thema, weil ich denke auch, wie du sagst, das Thema wird vielleicht viele interessieren, da wir alle mit gewissen Krankheiten zu kämpfen haben. Und ja, soll ich einfach mal beginnen? Ja, bitte. Und zwar ist ja auch immer ja, also wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit mehreren Wochen mit dem Thema Reinkarnation und Karma und so wird auch heute natürlich wieder das Thema Krankheiten, körperlich wie geistig, auch auf die Reinkarnation bezogen, also auch auf frühere Leben, das Gegenwärtige genauso natürlich mit. Und ich dachte, ich fange einfach mal bei den psychosomatischen Krankheiten an. Wie wir wissen, Asthma zum Beispiel, Magersucht, Migräne gehören dazu, Neurodermitis, Magengeschwüre, auch Hämorrhoiden. ich beginne heute mal mit dem Asthma. Ich glaube, dass viele Menschen dieses Problem haben. Viele Menschen auch furchtbar darunter leiden. Und Asthma oft genauso wie auch Neurodermitis in früheren Leben zugrunde liegt. Häufig ist es der Fall, dass Asthma und Neurodermitis Verbrennungen zugrunde liegen. Seien es Hexenverbrennungen damals gewesen, seien es Hinrichtungen gewesen. Asthma deutet oft auf einen Erstickungstod hin oder darauf, dass wir kurz vor unserem Tod, während unseres Todes, keine Luft bekommen haben oder schlecht Luft bekommen haben und dieser Schreckmoment kurz vor dem Tod, dieses mit in dieses Leben nehmen und sich dann diese Atemnot in bestimmten Situationen auch manchmal, die wir erleben, seien es zum Beispiel, nehmen wir an, derjenige wurde als Hexe verbrannt, wurde vorgeführt, wurde vielleicht dann noch gedemütigt vor Leuten. Und nun geschieht eine ähnliche Situation diesbezüglich, also sagen wir mal, vorführen, man wird vorgeführt, man fühlt sich vorgeführt, dann taucht vielleicht dieses Asthma wieder auf in Angstzuständen, im Generellen meistens Angstzustände. Asthma ist und Neurodermitis ist eins, würde ich sagen, der Dinge, die durch eine Rückführungstherapie leicht zu lösen sind, da die auch sehr offensichtlich sich in diesem Leben austragen. Meiner Erfahrung nach und auch der Erfahrung nach meiner Kollegen oder Kollegen, mit denen ich mich austausche, liegt es also meistens wirklich an der Hexenverbrennung. Wir wissen, dass damals hunderte tausend Menschen, hunderte tausend Seelen verbrannt wurden. Das zu Unrecht natürlich oft. Ich meine, es ist ein Prozentsatz von, weiß ich nicht, 1-10% von denen, die wirklich irgendwie was mit Kräuterkunst oder irgendwie was in der Art zu tun hatten. Der Rest wurde ja meistens, der Mann war eifersüchtig oder was. Und somit äußert sich dieses Asthma dann halt auch in diesem Leben oder Neurodermitis. Asthma eher durch den Erstickungstod, Neurodermitis eher durch die Verbrennung. Auch ist ein Grund für Neurodermitis zum Beispiel, wenn wir Probleme haben, berührt zu werden oder wir möchten nicht berührt werden, dann äußert sich sowas auch öfters als Hautausschlag oder uns wird etwas zu viel, uns kommt jemand zu nah. Magersucht ist auch so ein Ding. Magersucht könnte zum Beispiel zugrunde liegen, dass derjenige vielleicht im früheren Leben fettleibig war und sich geschworen hat, nie wieder so viel zu essen, dass er dick wird. Und somit äußert sich das vielleicht als Magersucht in diesem Leben. Migräne ist eine der Sachen, die schwieriger zu lösen ist als zum Beispiel Asthma oder Neurodermitis. Migräne liegt meistens in mehreren Leben verborgen. Also je nachdem, wie stark die Migräne ist, je nachdem, wann zeigt sich die Migräne. Ich persönlich kann davon auch ein Fallbeispiel von mir selbst nennen. Ich bin auch Migränepatientin. Das hat sich mittlerweile sehr, sehr stark zurückgezogen. Also ich habe Migräne jetzt 2-3 Mal im Jahr und hatte das vorher einmal im Monat.
Da haben wir das wieder, dass wir unser höheres Selbst natürlich fragen können oder je nachdem, mit welchem Geisthelfer wir arbeiten bei der Rückführungstherapie, inwieweit kann ich geheilt werden davon. Migräne liegt sehr oft zum Beispiel erschlagen worden, Vergewaltigung. Das sind häufig die Sachen, wo sich Migräne widerspiegelt. Zum Beispiel, man sagt ja häufig, dass Frauen, wenn sie keine Lust verspüren auf Sex, Migräne haben. Da deutet sich dann, oder da kann man dann oft, nicht immer natürlich, es gibt immer, es ist alles individuell, auch bei der Rückführungstherapie, doch häufig äußert sich das dann natürlich als Migräne. Sagen wir, mein Partner, oder es muss nicht die Seele des Partners gewesen sein, oder es kann eine individuelle Seele gewesen sein, vielleicht in einer Vergewaltigung. Und so äußert sich dann die Migräne. Da die Migräne aber auch häufig etwas mit Täterleben zu tun hat, also mit Karma. Wann haben wir jemanden etwas zugefügt? Haben wir jemanden erschlagen? Haben wir jemanden umgebracht? Deswegen ist Migräne eines der Dinge, die meistens eine längere Rückführungstherapie bedarf. Meiner Erfahrung nach meistens zwischen 5 bis 8 Stunden, da man wirklich mehrere Leben aufsucht. Nun möchte ich gerne weitergehen zu den Gemütskrankheiten, wie zum Beispiel Selbstmord oder Manie. Selbstmordgedanken hatten wir letztens schon, kann natürlich auch durch eine Besetzung oder durch einen schwarzmagischen Angriff herbeigerufen werden. Diese führen uns dann in den Tod oder führen uns so lange, treiben uns so lange in den Wahnsinn, bis wir uns dann endlich das Leben nehmen sozusagen. Aber Selbstmordgedanken können auch als Selbstbestrafung aus früheren Leben ihren Kern haben. Habe ich vielleicht jemanden im Stich gelassen damals, der sich umgebracht hat? Habe ich vielleicht jemanden getötet und fühle mich deswegen schuldig? Schuldgefühle spielen sehr oft ein großes Thema, was Selbstmordgedanken angeht. Manie, Schlüsselmanie zum Beispiel, Waschmanie, auch sehr interessante Themen. Könnte ich auch ein Fallbeispiel nennen. Häufig liegt es dem zugrunde, dass man ein Ekelgefühl hatte vor Tod. Sagen wir, wir sind in der Güllegrube versunken. Wir wurden auf eine widerliche Art und Weise getötet. Wir haben ein penetrantes Ekelgefühl gehabt vom Übergang kurz vorm Tod in den Tod hinein. Dann nehmen wir dieses natürlich auch mit und das äußert sich zum Beispiel als Waschmanie, Schlüsselmanie. Das ist auch sehr gut zu lösen, wenn man erkennt, woher kommt das. Denn wenn ich wieder erkenne, wo liegt die Ursache, brauche ich das ja in diesem Leben nicht mehr. Zudem würde ich auch gerne zu den Krankheiten heute noch gerne Allergien ansprechen, da das ein sehr, sehr großes Thema ist. Ob es nun Stauballergie ist, Tier, Heuschnupfen, Metalle, Medikamente oder auch Nahrungsmittel. Auch da kann ich von mir selber reden. Ich habe eine Krummnickelallergie. Krummnickel- oder Metallallergien kommen auch häufig von Folterung. Früher im Mittelalter hatten wir ja häufig Fesseln, wurden am Hals gefesselt, wurden gequält, malträtiert. Und daher kommt dann auch oft diese Allergie gegen Metalle. Stauballergie oder ich finde sehr interessant, eine Tierallergie ist immer sehr interessant. Zum Beispiel eine Katzenhaarallergie könnte zum Beispiel zugrunde liegen, dass wir durch einen Tiger getötet wurden zum Beispiel. Genauso wie Hundeallergie könnte natürlich dem zugrunde liegen, dass wir Hast du noch eine Frage? Nee, die Katze versucht jetzt zu, wo du Katzenallergie gesagt hast, nimmt die Pfote und versucht, mich zu kratzen. Bitte, sorry, Entschuldigung. Wie zum Beispiel auch Hundeallergie. Wir haben ja damals war es ja noch alltäglich, dass wir Wölfe in den Wäldern hatten zum Beispiel. Wurden vielleicht von einem Wolf angegriffen, wurden gefressen, hatten ein schlechtes Erlebnis kurz vorm Tod. Ein Hund, eine Katze waren vielleicht anwesend, als wir gestorben sind. Somit nehmen wir dieses auch mit in dieses Leben und es äußert sich dann als Katzenhaarallergie, Hundeallergie, sehr, meiner Meinung nach, sehr leicht zu lösen. Aber am interessantesten finde ich den Heuschnupfen. Da kann ich nämlich ein Beispiel von meinem Lehrmeister Trozzardo nennen. Er hat damals auch Heuschnupfen gehabt. Heuschnupfen auch eines der Sachen, die ich meine, sehr leicht zu lösen sind. Bei ihm war es so gewesen, dass ich herausgestellt hatte, dass er in einem früheren Leben vergewaltigt wurde auf einer Wiese und das zu Frühlingszeit.
Und der Samen der Blumen, der verteilt wird, hat ja auch was mit dem Samen der Vergewaltigung. Es ist ein blödes Beispiel, aber da sieht man mal, wie einfach das gestrickt ist. Mit dem Samen wird das verknüpft und somit äußert sich das dann, wenn die Samen herumgetragen werden, sozusagen zum Beispiel als Heuschnupfen. Genauso natürlich auch Medikamente. Wurden wir vielleicht gefoltert? Waren wir in der Psychiatrie eingeliefert? Eine Abwehr, eine Manie dagegen entwickelt, Nahrungsmittel genauso, sind wir vielleicht an einer Nuss erstickt, sind wir an einem Apfel erstickt, dann kann sich das natürlich als Abwehr, wir wollen ja nicht das zu uns nehmen, durch was wir zu Tode gekommen sind, was natürlich auch irgendwie logisch ist, und so kann sich das natürlich auch äußern. Somit springe ich gleich weiter, heute muss ich schnell machen, es sind so viele Themen zu besprechen, was Krankheiten angeht, da sind 20 Minuten ehrlich gesagt kaum ausreichend. Ich würde gerne auch zu schweren Krankheiten kommen, wie Krebs, MS, Epilepsie, AIDS, Herzinfarkte. Herzinfarkte können oft zugrunde liegen, dass uns vielleicht in gewissem Maß Liebe fehlt oder also wir Liebe nicht geben können, wir Liebe nicht empfangen können in dem Moment oder natürlich uns das Herz gebrochen wurde. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Manche Sachen muss man natürlich auch sagen, solange das Karma es zulässt, können wir auch davon geheilt werden, unser Karma. Wenn das Karma das noch nicht zulässt und wir zum Beispiel erleben müssen, durch Krebs zu sterben, durch Epilepsie, durch AIDS zu sterben, dass unsere Aufgabe ist, einen bestimmten Lerneffekt davon zu haben, müssen wir das natürlich auch tragen. Was ich sehr interessant finde, Frauen oder generell Männer, also Frauen eher Pilze, Männer auch Herpes oder auch Frauen, sind auch Sachen, die öfters Herpes zum Beispiel ist ein Ekel. Wo habe ich irgendwann mal Ekel empfunden und wo empfinde ich in diesem Leben wieder Ekel? Wann taucht dieser Herpes wieder auf? Genauso auch mit Pilzen. Pilze meistens im Intimbereich, aber natürlich auch im Körper, haben des Öfteren zugrunde natürlich, dass wir wieder nicht angefasst werden wollen oder dass wir keine Nähe zulassen wollen, dass eine Blockade vielleicht auch besteht zwischen dem Partner und uns oder im Generellen zwischen Sexualpartnern. Genauso ist es auch mit Schwachstellen am Körper. Da haben wir zum Beispiel Rückenprobleme oder auch chronische Krankheiten wie Bronchitis. Sind alles Hinweise darauf, dass etwas im früheren Leben noch nicht gelöst ist und dass wir es als in dieses Leben mit hineinnehmen. Meine Lieblingssache, was das betrifft, sind natürlich auch körperliche Geburtsmerkmale, die wir mitnehmen. Was viele nicht wissen, Leberflecken, Muttermale, die wir mit uns tragen, vor allem in einer bestimmten Größe, können oft darauf hinweisen, wo wir irgendwann mal in einem früheren Leben eine Wunde gehabt haben oder wo wir zu Tode gekommen sind oder durch was. Es ist sehr interessant, diese aufzudecken. Also einfach auch aus reinem Interesse heraus mal zu erfahren, was ist da passiert, warum habe ich diesen Leberfleck, warum habe ich vielleicht eine Hasenscharte, warum den Wasserkopf, den Klumpfuß, Stottern. Auch ein sehr großes Thema, was das angeht. Stottern liegt meistens oft zugrunde oder überhaupt im generellen Sprachprobleme. Gibt es etwas, was wir nicht aussprechen wollen oder haben wir irgendwann mal in einem früheren Leben etwas gesagt? Haben wir jemanden verraten? Haben wir uns geschworen, das nie wieder zu tun oder nie wieder jemanden verraten zu können? Dann ist es natürlich auch möglich, dass sich sowas als Stottern äußert oder wir Probleme haben, vor anderen Menschen zu reden. Damals, so wie heute, uns das wieder einprogrammiert haben und somit sich das als Stottern äußert. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen, bevor ich das letzte Thema abracker? Naja, hier wird ständig geschrieben, ich glaube, das machst du auch. Du sollst ab und zu lächeln und grinsen nicht vergessen. Ich sollte dich aus dem Konzept bringen. Und so weiter. Ne? Nicht böse gucken und dann ein paar Fragen. Ja, aber ich möchte eine Sache unterstreichen, dass alles, was du jetzt beibringst, das sind Beispiele. Das heißt, deine Professionalität ist darin, dass es jetzt nicht allgemeine Konzepte sind, wo du nach einem Schema schaust, sondern dass du
als intuitive Wissenschaftlerin. Und das ist der Erfolg und die Wissenschaftlichkeit der Anwendung. Sobald du mit der Person beginnst und die Ursache findest, die oft individuell sind, dann die Person bekommt ein Gefühl und erinnert sich oder bekommt im Körper eine Resonanz, dass es das stimmt, was du da sagst. Und diese Dimension möchte ich einfach reinbringen, dass das deine Hauptkompetenz ist und dass die Beispiele sind einfach auch, können die Leute sagen, stimmt oder stimmt nicht, was auch richtig ist, ne? Aber dass du immer eine individuelle Antwort auf eine individuelle Frage dann geben kannst. Und das macht natürlich deine Professionalität aus. Natürlich, bei der Rückführungstherapie, muss ich sagen, bin nicht ich, die Antwort gibt, sondern der Klient sich selbst. Weil ich führe den Klienten ja nur in das frühere Leben und der Klient schaut sich selber an, wo liegt das zugrunde. Und danach beginnt natürlich die Auflösung. Wir besuchen die Opfer, wir besuchen als erstes in der Rückführungstherapie immer die Opferleben. Nachdem wir alle Opferleben abgegangen sind, wir fragen auch nach jedem Leben, das wir aufgesucht haben, stehen wir vor diesem Wolkentor und fragen das höhere Selbst, wie viele Leben gibt es noch, die mit dieser Problematik zu tun haben und wie viele Leben schaffe ich oder wie viele Leben kann ich heute noch aufsuchen. Also wir gehen auch nur so weit, wie der Klient bereit ist zu gehen oder wie viel der Klient tragen kann. Ja. Also das ist, damit habe ich nichts zu tun. Ich dränge die Menschen nicht dorthin, sondern die Menschen entscheiden, also das höhere Selbst, ihr höheres Bewusstsein entscheidet das selbst. Und das ist eigentlich das Schöne, nachdem wir dann die Opferleben aufgesucht haben, nehmen wir an bei dem Heuschnupfen. Nachdem wir die Opferleben aufgesucht haben, schauen wir uns natürlich auch die Täterleben an. Dort, ich hatte vor uns das Beispiel einer Vergewaltigung gehabt, dort, wo wir eine Vergewaltigung erfahren haben, müssen wir auch irgendwann mal eine Vergewaltigung ausgeübt haben. Nachdem wir dann die Täterleben aufgesucht haben, machen wir wieder dieses Ausbreiten auf dem Berg der Erkenntnis. Und dort werden sich alle Leben angeschaut, auch die Zusammenhänge. Der Klient schaut sich die Zusammenhänge an. Was habe ich getan, als ich vergewaltigt habe? Was ist mir zugetan worden, als ich vergewaltigt wurde? Gibt es vielleicht Synchronizitäten? Habe ich vergewaltigt im Frühling und wurde vergewaltigt im Frühling? Diese Synchronizitäten stellt der Klient fest. Die werden alle gesammelt. Dann werden die Leben miteinander verglichen und dann beginnt der Auflösungsprozess. Ich verzeihe mir selbst. Und ich verzeihe den anderen, was ganz wichtig ist. Es ist auch immer wichtig, dass man die Gefühle zulässt bei einer Rückführungstherapie. Das sage ich meinen Klienten auch immer. Wenn man zu mir kommt und eine Rückführungstherapie macht, muss man diese Gefühle auch rauslassen. Man muss diesen Mut haben, dann die Gefühle rauszulassen, weil ansonsten bringt die Rückführungstherapie nichts. Weil dieses muss aus dem Astralkörper, aus dem Körper, aus unserem Äußeren, aus unserem höheren Bewusstsein richtig rausgelassen werden. Jede Emotion, die damit zu tun hat. Trauer, Hass, Wut. Wenn wir das gemacht haben, dann kann die Auflösung stattfinden. Wenn wir wirklich verzeihen können und auch nicht nur sagen, ja, ich verzeihe dir, dass du das und das gemacht hast. Ich muss sagen, meiner Erfahrung nach fällt es den Klienten sehr leicht zu verzeihen, da man sich ja auch die Täterleben anschaut. Und wenn wir dann feststellen, wir sind eigentlich gar nicht besser als die anderen, wir sind gar nicht besser als der Vergewaltiger, der mich da vergewaltigt hat, ich habe vielleicht noch was viel Schlimmeres getan, als ich das getan habe. Und somit fällt den Menschen das auch sehr, 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 sehr leicht zu verzeihen. Da man ja sieht, dass wir alle nicht besser sind. So, meine Erfahrung ist eben 25 Jahre Erfahrung. Also ich schaue immer, dass in dem Moment, wo das passiert ist, wir eine Entscheidung getroffen werden, zum Beispiel in die Angst zu gehen. Ne? Und das heißt, das Leben der Kehrseite des Mutes ist dann das Heilungsprinzip. Das heißt, hinter jedem Asthma, hinter jedem Neurodermitis oder so, ist immer ein Talent, mit dem, wenn der gelebt wird, dann richtig die Heilung stattfindet. Hast du da auch mal Erfahrung in dem Bereich? Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Ja, also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn wir Asthma nehmen oder eine Sache, wenn das differenziert wird, auch in dem Moment, wo das geschehen ist, die Verbrennung oder die Vergewaltigung oder so, dass wir etwas, eine Kompetenz von uns zurückgehalten haben, hätten wir beim Verbrennen doch gebeten oder irgendetwas gemacht, dann hätte sich das nicht gespeichert, ne, im System. Ja,
Ne? Also wir sind natürlich dafür verantwortlich, dass sich das speichert, seien es durch Worte, durch Gefühle, durch Gedanken kurz vor dem Tod. Das ist das, was es abspeichert. Mhm. Wenn wir, sagen wir mal, wir haben den Mensch, der vielleicht eine ganz andere Einstellung dazu hat, nicht diese Emotionen, Gefühle damit vermischt, dann speichert sich das natürlich auch nicht ab im Astralkörper. Aber starke Emotionen, starke Gedanken, Worte, man sagt ja immer, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, er bestimmt dein Leben. Und dieser Spruch ist so wahr, nicht nur auf dieses Leben bezogen, sondern auf alles, auf das allumfassende Universum. Und es stimmt, und genau das kann ich meinen Klienten auch noch weitergeben. Versucht, wählt eure Worte, wählt eure Gedanken, überdenkt alles ganz genau, was ihr tut. Mhm. Und dann könnt ihr auch fröhlich und glücklich in die Zukunft gehen. Mhm. Löst euch von euren Problematiken und von euren Altlastern, denn wir brauchen die nicht mehr. Wir brauchen kein Asthma, wir brauchen keinen Krebs, wir brauchen keine psychischen Krankheiten. Das sind alles Konstrukte unserer selbst. Unseres Bewusstseins, unseres kompletten Bewusstseins. Nicht dieses, sondern unser höheres Selbst, unser höheres Bewusstsein, genau. Hm. Schön. Du bist echt top. Schön. Sehr spannend. Und dann machst du eine Heilwelle. Okay, Dankeschön. Vielen Dank, Jenny. Es ist wirklich ein Thema, wo wir eine Konferenz machen können, deswegen jetzt ja, ist die Zeit. In 10 Minuten bist du wieder dran, und zwar du wirst dann die Andrea interviewen. Ne? Andrea war erst um 20.30 Uhr. Achso, ja, 20.30 Uhr, also 20.30 Uhr. Stimmt, ja, ich muss jetzt, klasse erklärt, danke. Okay, nee, dann ist die Ingrid in 7 Minuten dran. Okay, Dankeschön. Ja, ich bedanke mich. Nächste Woche ein sehr interessantes Thema, und natürlich möchte ich euch noch informieren. Nächste Woche bin ich nicht in Berlin, nächste Woche bin ich in Gladbeck. Nächste Woche werde ich mein Interview aus Gladbeck geben. Vielleicht auch in Korrespondenz, oder was heißt Korrespondenz, vielleicht auch in Begleitung mit Herrn Christian Wiegowski. Mal schauen, wie sich das so ergibt. Das Thema wird Ängste sein, und ja, falls ihr schon mal vorab Fragen an mich habt oder vielleicht irgendwie eine Frage beantwortet haben wollt, vielleicht mal in der Sendung, stellt mir diese Fragen einfach unter der Woche. Ihr findet mich auf Facebook, meine Webseite natürlich auch auf GTV. Ich freue mich darüber, und ich freue mich natürlich wieder auf nächste Woche. Und um 20.30 Uhr Andrea Hartmann mit Licht-OPs, und das wird natürlich auch sehr interessant. Also schaltet rein. Schön. Gut, ich bin fertig. Okay, dann auf gute Angst. Nächste Woche nehmen wir viel Angst, damit wir das dann Erkenntnisse bekommen, was hinter der Angst ist. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, ciao. Jo, bis in 5 Minuten wieder. Da ist immer das Autopilot. Ciao. So.